Message an alle Ungeimpften. People who are capable of such personality, courage, and critical ability are undoubtedly the best part of humanity. They are of a special kind. They are the soldiers that every army of light wants to have in its ranks. Love gang, bro. They suffered immeasurable discrimination, denunciation, betrayal, and humiliation, but they kept on going. Boah, Digga, ich wein gleich. Liebe geht raus an alle meine kritischen Geister mit viel Liebe im Herzen, die sich nicht unterkriegen lassen haben. Wir sind stark geblieben, bro. Und Gott ist auf unserer Seite. Das wisst ihr. I love you. Ich liebe euch alle, egal ob ihr schwarz oder weiß seid, ich spiel keine Rolle. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction auf Lernen Love Vlog Highlights und ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut. Liebe geht raus an die Community und zwar ziehen wir uns ein Video rein, welches heißt Message to all unvaccinated. Message an alle Ungeimpften. Das ist das Video jetzt, es geht nur 2 Minuten 30, aber ich wollte mir das trotzdem mit euch hier zusammen zu Gemüte führen, weil natürlich auch ein Großteil meiner Love Gang zum Glück auch ungepiekst ist und stark geblieben ist in der Zeit und dafür erstmal Shoutouts. Es war nicht einfach gewesen, aber wir haben es trotzdem durchgestanden. Wir sind da durchgekommen und wir sind stabil geblieben. Und dafür Liebe an euch alle. So, aus Prinzip erstmal, weil es war keine einfache Zeit für uns. Und ja, wir gehen jetzt in das Video gleich rein. Ich muss noch kurz das andere Handy holen, weil ich hier den zweiten Chat aufmachen muss. Wir sind nämlich übrigens auch jetzt mittlerweile hier auf diesem Kanal, immer auf YouTube live. Und ihr könnt da gerne mal mit vorbeischauen. Falls ihr euch die Streams im Nachhinein noch reinziehen wollt, könnt ihr das gerne tun, indem ihr Mitglied werdet und Teil der Love Gang werdet. Und schreibt überall in die Kommentare, egal was für ein YouTube-Video ihr guckt, Love Gang. Wir wollen die Liebe auf YouTube weiter verbreiten und müssen den Leuten zeigen, dass wir mies aktiv sind. Und deswegen wäre ich euch dankbar, wenn wir das so durchziehen können. Lasst diesem Video natürlich auch gerne wieder einen Daumen nach oben da, schreibt ein Kommentärchen, abonniert den Kanal. Und jetzt würde ich sagen, geht wie immer, der Peter los, Digi. Und los. Das ist ein krasses Video, Digi. Gänsehaut-Feeling jetzt. Rein da. Message to you, the unvaccinated. Even if I were pollinated and fully vaccinated, I would admire the unvaccinated for withstanding the greatest pressure I've ever seen. From partners, parents, children, friends, colleagues, and even doctors. People who are capable of such personality, courage, and critical ability are undoubtedly the best part of humanity. They are everywhere, in all ages, levels of education, states, and ideas. They are of a special kind. They are the soldiers that every army of light wants to have in its ranks. Love gang, bro. Love gang. They are the parent that every child wants to have and the children that every parent dreams of having. They are beings above the average of their societies. They are the essence of the people who have, well, built all cultures and conquered horizons. They are there next to you. They look normal, but they are superheroes. They did what others could not. They were the tree that withstood the hurricane of insults, discrimination, and social exclusion. And they did it because they thought they were alone. And they believed that, well, they were the only ones. Banned from their family's tables at Christmas, they never saw anything so cruel. They lost their jobs, let their careers sink, had no more money, but they didn't care. They suffered immeasurable discrimination, denunciation, betrayal, and humiliation, but they kept on going. Boah, Digga, ich wein gleich. Never before in humanity has there been such a casting. Now, we all know who are the best on the planet Earth. Men, women, young, old, rich, poor, of all races or religions, the unvaccinated, the chosen of the invisible ark, the only ones who managed to resist when everything collapsed. That's you. You passed an unimaginable test that many of the toughest Marines, commandos, Green Berets, astronauts, and even geniuses could not withstand. You are made of the stuff of the greatest who ever lived. Those heroes born among ordinary men who glow in the dark. Remember, you're the voice, and it's time to make it count. I'm Brad Wilder. Thanks for watching. This is Wake Up Canada News. Till next time. Geil, Digga. Krass, Bro. Heftig, ich hab Gänsehaut gehabt. Kurz vor den Tränen. Fühl dich feier, ich hab mich geprägt. Gänsehaut. Leichte Tränen im Auge gehabt, Alter.
es stimmt halt auch einfach, weißt du? Ich will das nochmal auch mit meinen Worten sagen, so. Es war eine harte Zeit und in der Zeit hat sich gezeigt, wie stark manche Menschen sein können. Und vor diesen Menschen habe ich einen riesen Respekt, so, weißt du? Weil es war nicht einfach, Digga. Es gab auf vielen Ebenen, jeder von uns Ungeimpften hat auf seine eigene Art und Weise einen Krieg gewonnen, Digga. Weißt du? Einen Krieg mit anderen und auch mit sich selber irgendwo. Es war nicht einfach, Digga. Wir wurden ausgegrenzt, wir wurden an den Pranger gestellt, wir wurden beleidigt, wir haben Jobs verloren, wir haben uns zerstritten in der Familie. Wir haben so viel leiden müssen, Digga. Und am Ende des Tages sind wir trotzdem stabil geblieben und dafür können wir stolz darauf sein. Wir können auf uns stolz sein. Wir können uns sagen, ja, wir sind standhaft geblieben so. Und solche Menschen braucht es in dieser Welt, in der wir uns befinden so. Wo viele Leute einfach nur alles machen, um dazuzugehören, braucht es Menschen, die bereit sind für Menschlichkeit, Freiheit, Liebe, Miteinander Dinge aufzugeben, Digga. Wirklich aufzugeben. Und auch bereit sind für Freiheit und für das Höhere einiges einzutauschen, so weißt du. Wenn es diese Menschen nicht gibt, dann sind wir komplett verloren. Und deswegen, Liebe geht raus an alle meine kritischen Geister mit viel Liebe im Herzen, die sich nicht unterkriegen lassen haben. Wir sind stark geblieben, Bro. Und Gott ist auf unserer Seite. Das wisst ihr. I love you. Heftiges Video, Digi. Gehen gut rein, ne, Freunde? Eure Gedanken unten in die Kommentare rein. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Bis dahin. Peace out. Gang. Yo. Gut in den Emotionen drin gerade, ne? Immer noch Gänsehaut. Ich schwör's dir, Digga. Oh, hat gut. War emotional ein bisschen. War emotional. Es triggert mich immer noch, wenn meine Freunde zu mir sagen, wir mussten, obwohl ich sie gebettelt habe, es nicht zu tun. Nimmt mich jedes Mal mit irgendwie. Musst du nicht. Lass dich davon nicht triggern oder so, weißt du? Jeder trifft seine eigene Entscheidung für sich. Und wenn er sagt, er musste, oder wenn jemand sagt, er musste, dann weiß er selber, dass er sich selbst anlügt, so. Also die Menschen, die sagen zu mir, ich musste, nach zwei Sätzen sagen die, ja, stimmt schon, ich hätte schon, aber. Und ist auch okay so, Digga. Man muss sich das ja auch selbst vor sich irgendwie rechtfertigen, weißt du? Wenn du weißt, du hast eine Fehlentscheidung getroffen. Wenn du weißt, du bist schwach gewesen und bist eingeknickt so und wolltest es eigentlich nicht machen, aber hast es gemacht, damit du irgendwelche Privilegien genießen kannst oder irgendwie so, dann musst du das dir im Nachhinein selber irgendwie schönreden, so, weißt du? Und dann ist es halt am einfachsten zu sagen, ich musste. Und dann fühlt sich das für ihn besser an und wenn das ihn besser fühlen lässt, so, dann ist es auch okay. Müssen wir nicht, weißt du? Muss man jetzt nicht irgendwie getriggert sein oder sich aufregen oder so. Passt schon. Jeder trifft Entscheidungen für sich und sein Leben. Ist nicht dein Bier. So, Beard Old Man, Alter. Gib mir die Old Beery-Vibes. Was für schwach. Menschen mussten arbeiten für Familie. Also ich will meinem Sohn lieber in die Augen gucken und sagen, dein Vater ist stabil geblieben, egal was war. Und wir haben eine Möglichkeit gefunden, dass wir jeden Tag was zu essen auf dem Tisch haben. Du bist ein Sohn von einem geraden Mann und du wirst auch ein gerader Mann. So, das ist mir wichtiger als zu sagen, ja, nee, ich bin eingeknickt, damit ich euch was zu essen auf den Tisch bringen kann. Aber das ist meine persönliche Philosophie. Du musst nicht nach dieser Philosophie leben, so, weißt du? Musst du nicht. Aber so bin ich halt. Und das möchte ich dann irgendwann meinen Kindern auch weitergeben, so. Ich will meinen Kindern weitergeben, dass es Dinge gibt, die höher sind als Geld, als Materialismus, als dazuzugehören, als diese ganze Scheiße, so. Es gibt Dinge, die sind höher als das, die stehen da oben drüber. Ich möchte, dass mein Kind Werte hat und keinen Preis hat, so. Weißt du? Das ist für mich persönlich das Allerwichtigste. So, aber jeder muss das machen, was er für richtig hält, so. Weil am Ende des Tages, das ultimative Statement zu dem Thema, hat mal ein Bruder von mir aus Hamburg mal gut in einem Straßeninterview gesagt, wenn ich das so sagen darf an der Stelle. I think, jeder muss das tun, was er amazing findet. So. Weißt du, wie ich meine? Darauf können wir uns am Ende des Tages, also sollten wir uns hoffentlich am Ende des Tages drauf einigen, weißt du? Und jeder Style ist cool, wenn man ihn lebt. Authentisch. So. Ja, yeah, ne? Yeah, exactly. That's right. Wenn du es lebst, dann ist alles cool. Mm. Und it doesn't matter was die anderen sagen. Mm. You understand? Mm. Okay. Wenn du bei dir mit deinem Style glücklich bist, so what? So what? Okay. And this is amazing. You understand? Hast du das verstanden jetzt, mein Jutzler? This is amazing. You understand? So, nochmal für dich zum Mitschreiben, mein Jutzter. Jeder muss das tun, was er amazing findet. Mhm. So, und jeder Style ist cool, wenn man ihn lebt. Das ist mein Style, Digi. Weißt du? Authentizität ist das Stichwort, oder? Ja, exactly. Wenn du es lebst, dann ist alles cool. Mhm. Und so, ich lebe den Scheiß halt auch wirklich. Weißt du?
So. Ich schwör's dir, Digga, was soll ich dir sagen? It doesn't matter what, was die anderen... It doesn't matter einfach, was die anderen... So. So what? So what, bro?